Ja, liebe Schüler, wir haben hier zunächst mal kochendes Wasser und ihr seht, es kocht schon relativ lange und dadurch, dass der Wasserdampf jetzt permanent hier aufsteigt, ist natürlich klar, der verdrängt die Luft, die hier oben eigentlich noch ist. Und um das zu dokumentieren und zu zeigen, dass da keine Luft und folglich auch kein Sauerstoff mehr ist, habe ich hier einen brennenden Holzspan und wenn ich jetzt mit dem da hingehe, zack, ist das Wasser, ist die Flamme natürlich sofort aus. Wenn ich jetzt weiterhin folgenden Versuch mache, ich habe hier etwas Magnesiumband und dieses Magnesiumband entzünde ich jetzt mal kurz. Ja, und jetzt brennt es und jetzt bitte genau beobachten. So, das zunächst mal der Versuch und wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob man das schon so gut sehen kann, guckt euch mal genau an, wie das Glas jetzt hier aussieht, wie es auch in dem Glas, in dem Erlenmeyer-Kolben aussieht, da sind wichtige Beobachtungen zu machen.